zum Saisonauftakt im Schlosshof und zu unserer Ausstellung Glanz und Leinwand, Feiern bei Rot. Die Festkultur steht heuer im Schlosshof ganz im Zentrum. Der Anlass für die heutige Jubiläumsausstellung bildet das legendäre Barockfest von 1754. Es beeindruckte schon vor 260 Jahren die Zeitgenossen und gilt seit damals als eines der größten Feste seiner Art. Die Ausstellung selbst spannt einen geschichtlichen Bogen von der Zeit Inzoghens bis zum Zerfall der Habsburger Monarchie 1918 und einen inhaltlichen Rahmen vom Zeremoniell offizieller Feste, der als Legitimierung von Macht und Würde dienten, bis hin zu Kostüm- und Maskenfesten, die einen Rollentausch und Annäherungen außerhalb des Protokolls ermöglichten. Gezeigt wird, wie, wann und wo die Herrschaft gefeiert. Die vielfältigen offiziellen und privaten Anlässe höfischer Festkultur, wie Krönungen und Staatsakte, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage und Namenstage, aber auch Feierlichkeiten und Vergnügungen zu verschiedenen Jahreszeiten. Das Thema höfische Feste verbinden wir bis heute mit glamouröser Prachtentfaltung. Gerade das barocke Feiern ist das gesamte Kunstwerk und auf Effekte ausgerichtet. Überraschungen verwandeln herkömmliche Feste in exklusive Spektakel. Flankiert wurden die Festivitäten meist von Opern, Balletten, Musik- und Theateraufführungen, Maskeraden und der Kunst der Überraschung durch Verfremdung und Täuschung, Festdekorationen, Tischautomaten, Scherzgerichten, Tafelaufsätzen, Feuerwerken und vielem mehr. Die höfische Festkultur verlangt ihre Vielfalt nicht nur den traditionellen Anlässen, sondern auch der Angst vor Langeweile, dem Unglück der Glücklichen. Man hat keine Mühen gescheut, Kostbarkeiten wie Glas, Spiegel, Porzellan, exotische Früchte und Zuckerwerk herbeigeschafft. Man schwelgte im Luxus. Die Gastgeber und auch oft die Gäste haben sich häufig überschuldet, um am Jahrmarkt der Eitelkeiten bestehen und imponieren zu können. Oft stand bei der Festorganisation politisches Kalkül dahinter. In der Bemühung, sich gegenseitig zu übertrumpfen, das beste Fest zu liefern und sei es nur deshalb, einen Besitz auch wieder loszuwerden. So ist es am Schloss Hof ergangen. Dies ist Prinz Josef Friedrich von Sachsen-Lippburghausen, dem Ex-Mann von Prinz Eugens Erbnichte Victoria, auf unser Barockfest geglückt, bei dem Maria Therese den Geschmack entwickelt hat, Schloss Hof zu erwerben, um sich hier zwischen den Regierungsgeschäften auch den Müßiggang hingeben zu können, sich die Seele in Schloss Hof und der Last des Herrschens zu erleichtern, war ihre Idee. Nach ihrem Ankauf wurde kultivierte Ablenkung gepflegt, Jagden, wie schon zu Prinz Eugens Zeiten veranstaltet, große und kleine Festivitäten im familiären und Freundeskreis und auch die einzige Liebesheirat unter den Kindern Maria Thereses gefeiert. Erzherzogin Marie Christine ehelichte 1766 hier in Schloss Hof Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Maria Theresia, einerseits durchaus disziplinierte und erfolgreiche Regentin, Reformerin, gestrenge Ehefrau und Mutter, hat andererseits das Spiel und Festivitäten aller Art sehr geliebt. Spektakel müssen sein. Modern formuliert würde ihr Lebensmotto vielleicht heute heißen: Work hard, play hard. Das Land Schloss Hof erlaubte seinen Besitzern und ihren Gästen ungezwungene Festkultur, mit weit weniger zeremoniell als Wiener Hof üblich. Diplomatische Verwirrungen wie wer geht zuerst bei der Tür herein, wer darf den Hut beim Essen aufbehalten oder wer auf einem Stuhl mit Armlehnen sitzen, waren im Schloss Hof nicht ganz so wichtig. Damals wie heute steht im Zentrum der Überlegung für das Fest Schloss Hof und Niederweiden, dass man heuer auch im Rahmen von Führungen wieder besuchen kann, nämlich für die Besitzer und Gäste von einst sowie die Besucher von heute, sich von der Last des Alltags zu erleichtern und sich an dem Schönen, an der Kunst und an der Natur zu erbauen. Der Festzyklus in Schloss Hof bietet neben der Ausstellung viele ergänzende Programme. Die exotische Oper Le Cinesi, die an den Ort der Uraufführung zurückkehrt und die Christoph Willibald Gluck
zum Fest von 1754 komponierte. Die Konzerte der Philharmonie Machfeld und Familienprogramme wie Pfingstkirchtage, vielfältige Garten- und Tierfeste. Die Eröffnung des Kinder- und Familienzentrums am 22. Juni zeigt in einer familiengerecht aufbereiteten permanenten Ausstellung vor allem die Akteure im Backstage-Bereich des höfischen Lebens und Feierns. Denn gerade opulente Feste erforderten eine gut organisierte Maschinerie und Personal im Hintergrund. Gezeigt wird, wie die Dienstboten lebten, deren Tagesabläufe und Lebensumstände. Das Jahresthema höfisches Feiern steht auch in der Nachfolge der österreichischen Traditionen. Österreichische Lebensart, die Kultur und insbesondere die Kunst des Feierns gelten als wichtige Erfolgsfaktoren im heimischen Tourismus. Heute erwacht der Osten von Wien genau durch die damals entstandenen Kulturgüter in touristischer Hinsicht. Was lange als Geheimtipp galt, wird nun durch ein vielfältiges Angebot erschlossen und ermöglicht eine internationale Positionierung auf der touristischen Landkarte. Prinz Eugen, der unkonventionelle, äußerst erfolgreiche Kriegsherr, Wirtschaftsmann und Visionär, wird als Identitätsstifter für Schloss Hof erhalten bleiben. Ihm wird ab 2015 ein dauerhafter Ausstellungsbereich in Schloss Hof gewidmet werden. Um die Erscheinung und das Bild von Schloss Hof als Festschloss und Juwel österreichischen Kulturerbes zu vervollständigen, sieht in Zukunft auch die Fertigstellung der großen Kaskade, dem Herzstück der barocken Gartenanlage und die Ausgestaltung der siebten Terrasse geplant. Damit wir sukzessive, meine Damen und Herren, in Schloss Hof unseren Weg weitergehen und als unser Unternehmen eine Entwicklung nehmen können, von einer Revitalisierungsgesellschaft zu einem modernen Kulturtourismusbetrieb mit dem Ziel, Geschichte erlebbar, spannend und auch zeitgenössisch zu vermitteln, Lebenskultur von einst und heute zu präsentieren, möchte ich heute meinen Dank aussprechen. Dieser Dank gilt Herrn Bundesminister Mitterlehner sowie den Vertretern des Wirtschaftsministeriums, den niederösterreichischen Landeshauptmann sowie den Vertretern des Landes Niederösterreich für ihr Engagement in Schloss Hof. Weiters unserer Muttergesellschaft, der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebs GmbH, insbesondere Herrn Dr. Franz Sattlecker, für die Unterstützung und vor allem für die großartige Zusammenarbeit mit seinem Team. Dank gilt auch allen Leihgebern, Sponsoren und Freunden des Hauses und nicht zuletzt dem wunderbaren Team von Schloss Hof. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei der heutigen Eröffnungsfeier, bei der Ausstellung Glanz und Glamour sowie auch bei unseren verschiedenen Veranstaltungen im Festjahr von Schloss Hof. Herzlichen Dank.